So, moin und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Floschis Retro-Stunde. Das Ganze, ihr seht das schon. Ein ganz, ganz altes Spiel. Das kam. Hallo? Fick dich. So. Teenage Mutant Heroes Turtles 2 The Arcade Game. Das kam von Konami 1991 raus. Ich kenne das Spiel noch zu gut. Ich habe das damals gesuchtet, wie nichts Gutes. Ich habe das wirklich, wie ich noch klein war, nur das nur das Nintendo hatte, habe ich es mit sehr viel gesuchtet, genau wie Fußball World Cup. Es war halt immer ein echt geiles Spiel. Ich weiß gar nicht, wie alt war ich da? Lass mich 8 gewesen sein. Ich glaube, ich war 8, wie ich das Nintendo hatte. Das waren echt Zeiten. Ich habe das gesuchtet, aber wirklich. Es war aber auch, es ist ein geiles Spiel. Also es war ein geiles Spiel. Ich weiß gar nicht, wie weit ich damals immer kam. Du musst hier einfach nur langlaufen. Von links nach rechts, so wie Mario. Du musst hier die Gegner töten natürlich. Ich glaube, Endgegner gab es auch. Ich bin mir natürlich nicht hundertprozentig sicher. Schneller laufen kann ich jetzt hier nicht, sehe ich gerade. Oder muss ich gleich nochmal gucken? Deshalb muss ich mich hier bam, boah, bam, 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 hier erstmal durchfringeln. Oh, ich weiß natürlich, ich hab das gerade durch Zufall gefunden bei mir auf dem Computer. Ja, wie gesagt, durch Zufall und ich dachte mir, ne, ey, komm, das hast du damals so oft gesuchtet. Ey, komm, das musst du den Zuschauern zeigen. Mal, wow. So ein abgefahrenes, altes Spiel. Wow. Alter, jetzt wird's hier frech. Alter, lasst mich doch durch. Ey, ist nicht euer Ernst jetzt. Jetzt habe ich hier ein Leben verloren, nur weil ich da nicht weiterkam. Also, sorry, aber da tut mir ja jetzt leid. Ein Leben habe ich noch. Bam, bam. Ja, ihr seht das auch hier vorne, brennt das alles. Und man sieht grafikmäßig für das Nintendo damals. War das eigentlich ganz in Ordnung? Also, ja, okay, damals hatte man noch nicht so eine hohe Ansprüche wie jetzt, wenn man so an Crysis 3 überlegt. Was ja wirklich der Grafikwunder pur 3 ist. Ich bin hier damals, ich war sehr zufrieden. Damals hatte man noch nicht so die Ansprüche, sag ich mal. Also, ich bin sehr zufrieden mit dem, was damals rauskam. Okay, es war natürlich noch das normale Nintendo. Es war halt nicht so das überkrasse Ding. Aber was will man da großartig erwarten? Also man hat Spaß, man kann hier drauf rumkloppen. Und was will man eigentlich in dem Sinne mehr? Damals gab es ja natürlich noch nicht die ganzen Ego-Shooter, hat man nicht gesehen. Das kam ja erst alles. 1991 dort. Wenn ich so überlege, da war ich 4 Jahre alt, wie das Spiel rauskam. Also, das ist schon lange, lange her. Und ich glaube, mit 6 oder mit 7 habe ich das Spiel bekommen. Bin ich sogar mit 8 erst, ich weiß das nicht. Also, es war schon damals immer recht interessant. Oha, jetzt werden die Gegner auch noch weiß. Oh, die können springen. Und sich... Oh, Alter. Ich denke mal, ich war damals auf dem Nintendo viel, viel besser. Alter Verwalter. Nicht so einfach. Naja, es geht eigentlich. Jetzt hast du doch festgehalten, oder was? Oha, die können ja auch springen, das sehe ich ja jetzt erst. Habe ich ja vorhin die ganze Zeit nicht darauf geachtet. Bam!
Oha, ich habe nur noch 2 Leben. Scheint so. Also. Boah, Alter. 62 Punkte habe ich, so wie es aussieht. Oha, diese Viecher, die habe ich damals immer gehasst wie die Pest. Aha, Nummer 1 ist tot. Und Nummer 2 geht's an den Kragen. Und Nummer 3 natürlich auch. Bam! Und wir können weiter. Na, haben wir das erste Level? Ja, wir haben das erste Level geschafft. Oh, da ist eine Frau, die ist in Gefahr. Oh, Baby, Mortuary, ich werde dich retten. Komm zu Papa, komm zu Papa. Oha, oha, was geht denn jetzt ab? Jetzt kommt ein Endboss, meine ich. Bam, bam, ich hau einfach drauf hier. Bam, oh, Alter. Sehr frech von dir, du Pisser. Ja, nö, ist klar. Scheiße, wenn man nicht trifft, ne? Oha! Der Gegner ist nicht ohne. Jetzt muss ich aber wirklich aufpassen. Aha, wir haben ihn geschafft. Oha, das war noch einer der ersten Bösewichte, die je bei Turtles halt waren. Und ja, jetzt kommen wir in Level 2. Nur schon after that. Okay, so schnell war ich nicht. Und wir haben natürlich wieder volle Leben. Aber es ist halt ein sehr interessantes Spiel. Ich denke mal, ich werde das mal durch Let's Play, als Kurz-Let's Play. Je nachdem, wie lange das halt für ein Level dauert. Müsste ich mir mal durch... Das wäre... Eigentlich so, haben wir die krasse Idee so für so ein Kurz-Let's Play. Auf jeden Fall, also das wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Um euch halt mal das ganze Spiel zu zeigen, also... Okay, das Spiel wäre natürlich weit hergeholt, na, aber ey, komm! Das wäre eigentlich ein geiles Let's Play. Müsste man mal gucken. Hahaha. Bam, 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 bam. Ninja, Ninja Turtles. Oh, das Ding konnte ich hier auseinanderschlagen. Auch nicht schlecht. Oh, fuck. Ich dachte, er trifft mich nicht. Aber man kann sich ja natürlich auch mal irren. Ja, bam, bam, wah, bam. Karate Kid, Karate Kid. Wah, bam. Bam, 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 bam. Oh, fuck. Oh, nein, komm. Fick dich. Fick dich mal. Bam, bam. Oh. Ja, nee, ist klar, Dynamit. Dafür kriegst du jetzt ordentlich einen in den Face gedrückt.
Wow, bam! Bam, 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 bam! Pizza! Yeah, Pizza gibt wieder Leben. Gut zu wissen. Alter, das hätte ich jetzt so nicht gewusst. Na komm schon! Bam, bam, bam! Hey, Baby! Schlampe. Nein! Du machst Scheiben kaputt. Und du, Alter, und du, und du, und du, du Pisser. Oh, ein gelber mal. Hatten wir bis jetzt... Oh, ja, ein Boomerang. Mal ganz neu, Leute. Also ihr seht schon, das Spiel von damals hat eigentlich echt klasse. Auf jeden Fall, ja, was soll man dazu sagen? Es ist ein geiles Spiel. Also in meinen Augen auf jeden Fall. Na, ich weiß ja natürlich nicht, jeder YouTuber oder jeder Zuschauer hat andere Hinsichten oder andere Ansichten zu einem Spiel und das ist dann halt immer so ein bisschen schwer oder problematisch, die Masse zu treffen. Und es ist ja einfach nur hier die Zeit jetzt so im März, wo ich halt keine Let's Plays zeige. Dafür zeige ich euch ja hier ein paar kleine Retro-Folgen und hoffe natürlich, dass ihr damit dann auch Spaß habt. Start jetzt ein Let's Play, sag ich mal. Weil ich wollte ja eigentlich Pause machen in der Zeit jetzt. So von meinem Geburtstag bis zum 1. April. Aber ich habe mir gedacht, ey komm, das kannst du den Zuschauern nicht antun. Du bietest ihnen etwas und... Da hab ich mir gedacht, ey komm, hier, zieh mir die Retros durch. Mal gucken, wie viele es werden. Es kann jetzt... Wie drei Stück habe ich ja jetzt. Sprich, Age of Empires... Dann natürlich als zweites Diablo 2 und dann habe ich jetzt noch hier Turtles 2. Mir ist aufgefallen, das ist immer der zweite Teil. Age of Empires 2, Diablo 2 und Turtles 2. Immer der zweite Teil, wie geil ist das denn? Also mal was anderes. Ja, dann muss ich ja gleich nochmal gucken, dass ich irgendwas zweites finde. Oh, fuck! Ja, nee, ist klar! Pisser! Oha! Ich glaube, ich werde abstinken gegen ihn. Weil ich allgemein nicht mehr so viele Leben habe. Also ich habe nur noch einen Balken. Sag ich doch, also... Game over, also es ist eine schwere Breite auf jeden Fall. Und ja, man muss mal sehen, wie man das als Let's Play macht. Oh, ich habe sogar ein Continue. Ich weiß aber nicht, ob ich beim Gegner wieder anfange. Nee, ich muss das Level komplett neu machen. Das ist aber halt... Ja, das muss man dann sehen, wenn man das halt als Let's Play machen sollte, als Kurz-Let's Play. Das weiß ich natürlich jetzt noch gar nicht. Das entscheidet sich spontan irgendwann mal, je nachdem, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich im nächsten Retro-Spiel bin. Sprich, wenn ich eins gefunden habe. Bis dahin, halt die Ohren steif und tschüss!